herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Hoffnung in schwierigen Zeiten, das ist das, was wir gerade brauchen. Und Jesus gibt uns diese Hoffnung, so steht es in seinem Wort. Und er hat auch eine Lösung für dein Problem. Hoffnung um 12, auch heute wollen wir dich wieder ermutigen. Geschaffen, um zu hören. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen, wenn du Sorgen oder Nöte hast. Schreib uns auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Geschaffen, um zu hören. So viele sagen, wie kann ich hören? In der Bibel heißt es, meine Schafe hören meine Stimme. Also, wir sind dazu berufen, um zu hören. Wir können hören, wenn wir Bibel lesen. Wir können hören, wenn wir Predigten anhören oder im Gottesdienst sind. Wir können hören, wenn wir beten. Es ist wichtig, dass wir sensibel sind, dass Gott zu uns reden kann, dass wir nicht vorgefertigte Dinge haben oder so eine Abneigung, Gott spricht nicht zu mir. Und dann ist das wie wenn du die Tür zumachst. Mir passiert es oft, dass wenn ich aufwache, irgendwas vor meinen Augen steht, dass genau das ist, was ich brauche, eine Lösung, wo ich schon lange drauf warte. Das passiert mir oft in letzter Zeit. Oder aus Situationen, man sieht irgendwie etwas, das gar nicht in dem Zusammenhang ist, was wir brauchen, aber da drin steckt auf einmal, jetzt habe ich's. Jetzt kam mir die Idee. Auch eine Idee kann ein Reden Gottes sein. Oder wenn du mit Freunden redest, auf einmal sagt jemand was in einem ganz anderen Zusammenhang und du sagst, jetzt habe ich die Lösung, jetzt kam mir die Idee. Was auch ganz, ganz wichtig ist, wenn man Gott hören möchte, dass man eine große Perspektive hat. Irgendwo im dunklen Keller, da kann man schwer Gott hören, aber wenn man eine Perspektive hat, wenn man den Horizont sieht oder was auch immer, die Größe Gottes auch sieht in der Natur, das ist sehr vorteilhaft, wenn man hören möchte. Herr, ich danke dir dafür, für jeden, der hören möchte. Herr, dass er eine Empfindsamkeit entwickelt, Herr, dass er richtig, richtig hören kann. Lass uns wirklich lernen, wie wir deine Stimme hören können. Amen. Amen. Menschen brauchen Gottes Hilfe. Und per WhatsApp erhielten wir folgendes Anliegen. Eine Frau bittet um Gebet für ihren Sohn. Bitte beten Sie auch für meinen Sohn. Die Allergie, die bei ihm jedes Jahr im Frühjahr kommt, hat jetzt wieder angefangen und belastet ihn sehr. Dass der Herr Jesus diese Allergie wegnimmt aus seinem Körper. Vielen lieben Dank für Ihre Gebetsunterstützung. Und da beten wir gerne. Jesus, wir danken dir, dass du diesen Mann kennst, diesen Sohn und der diese Allergie hat. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst und dass diese Allergie auch besiegt ist, dass dieser Körper wieder in die richtige Funktion kommt, so wie du ihn geschaffen hast, dass dieses Immunsystem wieder richtig funktioniert und richtig erkennt. Und ich danke dir, Jesus, dass diese Allergie aufhört. Und wir binden sie im Namen Jesu und werfen sie aus seinem Leib hinaus. Ich danke dir, dass er frei sein darf und dass er wieder fröhlich sein darf, auch im Frühjahr, und dass er nicht so geplagt wird von dieser Allergie. Danke, Jesus, dass du eingreifst. Amen. Amen. Und eine weitere Bitte um Gebet auf WhatsApp. Bitte beten Sie für meinen Schwiegersohn, der seit letztem Herbst starke Rückenschmerzen hat und deshalb kaum stehen kann. Und jetzt kommen auch noch Kopfschmerzen dazu. Ich vertraue darauf, dass Gott eingreifen wird. Danke für eure Gebete. Ja, dieses Vertrauen, das brauchen wir, dass Gott eingreift. Und da wollen wir jetzt beten. Jesus, ich danke dir für diesen Schwiegersohn, der diese Rückenschmerzen hat und jetzt auch noch Kopfschmerzen. Und ich danke dir, dass du seinen Körper durchströmst mit deiner Heilungskraft, dass du ihn wirklich berührst und dass diese Rückenschmerzen ein Ende haben und auch diese Kopfschmerzen besiegt sind am Kreuz von Golgatha. Danke, Jesus, dass diese Schmerzen weichen in deiner Autorität und in deiner Kraft. Ich danke dir dafür. Amen. Amen.
Schreib uns dein Anliegen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Und per WhatsApp erhielten wir folgendes Gebetsanliegen. Bitte betet mit wegen meiner Wirbelsäulenprobleme. Bin dazu seit Monaten in Therapie wegen der Schulter. Wahrscheinlich Verkalkung. Danke für die Gebetsunterstützung. Ja, danke, Herr. Du kennst die Wirbelsäule. Danke, Herr, dass wir Normalität hineinrufen dürfen in die ganze Wirbelsäule, auch in die ganzen Schmerzen, Herr, dass sie weichen in Jesu Namen. Ich danke dir dafür, Herr, dass du der Herr bist, der jedes Leiden kennt. Und danke, Herr, dass du der Löser bist, dass du der Heiler bist. Danke, Herr. Amen. Amen. Und eine Mutter schreibt uns wegen Unterleibsschmerzen ihrer Tochter und bittet um Gebet. Meine Tochter ist Anfang 20. Sie hat immer wieder stärkste Unterleibsschmerzen und war schon zweimal deshalb in der Notaufnahme. Nur, es wird nie etwas gefunden. Auch bei anschließenden Untersuchungen kann keine Ursache gefunden werden. Dies belastet sie sehr. Seit kurzem hat sie einen Freund, der aber leider keinen Glauben an die Erlösung durch Jesus hat. Könnt ihr dafür mitbeten? Ja, gerne beten wir für beide Sachen. Danke. Danke, Herr, dass du auch weißt, Herr, wo die Schmerzen herkommen. Und ich danke dir dafür, Herr, dass auch diese Schmerzen verschwinden. Herr, in deinem Namen, Jesu. Ich danke dir dafür, Herr, für das, was du für uns am Kreuz getan hast. Und danke, Herr, lass auch wirklich diese Frau das erleben. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, du bist der Gott, der die Wunder tut. Und ich danke dir dafür, auch für diesen Freund. Herr, begegne du ihm. Lass ihn erkennen, dass du Gott bist, dass du sein Freund sein möchtest. Ich danke dir dafür. Danke, Herr. Du bist Herr und du bist König. Danke. Amen. Amen. Eine Frau schreibt uns begeistert, was Gott getan hat. Ich weiß nicht, wo ich zuerst anfangen soll, zu danken, was Gott Gutes getan hat. Mein Ex-Mann, der Metastasen in Knochen und Wirbelsäule hatte und 20 Bestrahlungen hinter und vor sich hat, befindet sich auf dem Weg der Besserung. Die Rückenschmerzen sind weg. Die Beschwerden durch die Bestrahlung waren gering. Der Knochentumor am Ringfinger ist verschwunden, obwohl dort nicht bestrahlt wurde. Mein Sohn kann trotz Kurzarbeit bei der neuen Firma auf einem Lastwagen mitfahren und Überstunden machen. Er hat wunderbare Chefs. Mein Bruder schenkte mir letzte Woche 200 Euro. Sprachlos über so viele Segensausschüttungen danke ich Gott und Jesus von ganzem Herzen. Gott kümmert sich um alles, auch um Dinge, die eigentlich nicht gehen. Meine 94-jährige Stiefmutter musste nach einem Sturz ins Krankenhaus und konnte danach nicht mehr alleine in ihrer Wohnung bleiben. Im Seniorenheim, in dem sie seit Jahren angemeldet war, war kein Zimmer frei. Ein Sozialfachmann im Krankenhaus konnte ihr nur einen Platz im Zweibettzimmer in einer Seniorenresidenz besorgen. Das war für sie unvorstellbar. Ich bat euch um Gebetsunterstützung. Das Unvorstellbare geschah. Sie bekam doch ein Einzelzimmer und konnte einige Möbel mitbringen. Gott ist treu, bei ihm ist nichts unmöglich. Wie wunderbar. Und Gott weiß, was wir brauchen, das hat auch diese Frau erlebt. Nach einem Angriff, einer Angstattacke, bat ich euch um Gebet, auch für mein Ohr. Der Tumor war wieder da und ich hatte eine schwere OP. Danach musste ich alle 3 Monate zur Kontrolle. Jedes Mal kommt die Angst. An diesem Morgen las ich in Jesaja, Gott schafft Neues. Und denke nicht mehr an das, was war. Schon nach dem Anruf an das Missionswerk war die Angst schlagartig weg. Dann kam der Brief von Daniel Müller. Er hatte das gleiche Wort für mich. Meine Freude war groß und ich danke dem Herrn. Gott bestätigt sein Wort und das ist wirklich große Freude. Ja, das ist wahr. Gott bestätigt sein Wort. Hast auch du was erlebt? Hat sich sein Wort auch bei dir bestätigt?
lass es uns wissen, schreibe uns, die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Ja, heute der Tipp des Tages, geschaffen, um zu hören. Nimm dir mal ein Blatt Papier oder dein Handy oder wo du Notizen drauf machen kannst und registriere mal heute, wo überall Gott zu dir redet im Alltag. Das muss nicht eine große Sache sein. Registrier mal und lerne Stück für Stück, ist wie ein Same, der zum Wachsen kommt. Lerne Stück für Stück zu erkennen, wo Gott in dein Leben hineinredet. Du kannst uns weiter dein Gebetsanliegen schicken und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Am Sonntag sind wir wieder für dich da, um 10 Uhr per Livestream oder per YouTube. Und wenn du uns am Montag wieder haben möchtest, da gibt es die Ermutigung der Woche und abonnier sie, wenn du auf unsere Webseite gehst, ganz hoch scrollen und unten kannst du ankreuzen, dann bekommst du jeden Montag die Ermutigung der Woche auf dein E-Mail. Wir wünschen dir Gottes Segen und verabschieden uns. Bis bald. Alles Gute, der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.